Normalerweise müsste ich jetzt singen, oh du schöne Spargelzeit, denn heute Morgen um 11 Uhr war es soweit. Die neue Spargelsaison ist hier auf dem Spargelhof in Kleistow eröffnet worden. Daneben mir steht Ernst-August Hülgermann. Ernst-August, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dieses Jahr ganz früh, blauer Himmel, Sonnenschein, extra von dir bestellt. Ja. Und es waren viele, viele Kollegen und Journalisten da, auch Gäste da. Es wurde gesungen, Kinder und so weiter und so fort. Kannst du jetzt sagen, ja, wir haben es geschafft, es ist alles wieder offen? Ja, also das kann ich so bestätigen. Und ich finde das immer ganz toll, die Riesenteilnahme heute von allen Leuten. Und die Anwesenheit war ja überwältigend. Und natürlich, die Spargelzeit ist eröffnet und er schießt auch, im wahrsten Sinne des Wortes, er schießt aus der Erde und wir werden jetzt große Mengen erwarten in den nächsten Monaten. Das heißt, die Spargelzeit geht dieses Jahr bis Juni, das heißt fast 3 Monate. Das ist ja wahnsinnig lang, oder? Ja, wir werden bis Ende Juni Spargel haben, das sind 3 Monate. Das ist eigentlich für uns ganz schön, wenn sich ein bisschen gleichmäßig verteilt. An guten Tagen wie jetzt, heute hier, werden wir über 100 Tonnen Spargel an diesem Betrieb ernten, heute. Dann werden wir über das ganze Jahr so um die 6.000 Tonnen ernten, das heißt, es wird auch immer wieder kühler. Und an guten Tagen hier am Hof werden über 2 Tonnen Spargel gegessen. Ja. Also diese Mitarbeiter verdienen unseren allerhöchsten Respekt. Unser Unternehmen funktioniert wirklich nur, weil wir so viele gute Mitarbeiter haben, aber auch ganz besonders die Deutschen, die das ganze Jahr hier zur Verfügung stehen. Aber wenn nicht die Saisonkräfte aus Polen und Rumänien hier kommen würden, die dann hier für die Arbeitsplätze 3 Monate lang die Ernte einfahren würden, ja, dann hätten wir hier keine Basis für unser Unternehmen. Also mit den Folien haben wir nur eine Sache. Wir steuern die Temperaturen im Damm. Damit legen wir die Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter fest. Wenn wir keine Folien hätten, dann hätten wir bei warmem Wetter ganz viel Ertrag und bei kaltem Wetter gar keinen. Das würde überhaupt niemand mehr gerne machen wollen. Der Sand würde durch die Gegend wehen und das nächste ist, bitte nicht vergessen, das ganze Frühgemüse oder überwiegend das Frühgemüse und auch andere Obstarten werden überwiegend heute im Verfrühungsanbau, das heißt unter Folien angebaut, nicht nur in Deutschland, nein, in ganz Europa, eigentlich auf der ganzen Welt. Genau. So, jetzt gibt es aber noch ein paar Neuigkeiten hier auf dem Spargelhof, weil du hast über Weihnachten hast du gezimmert und gebaut und hast 2 wunderschöne Eisenbahnen gebaut, die übers Feld fahren. Das sind, wie nennt man sie so schön heute Morgen? Ja, das sind unsere, wir haben eine Feldbahn in Zukunft und eine Waldbahn, haben unsere Mitarbeiter hier hervorragend fertig gemacht. Das haben wir mal im alten Land gesehen, das hat uns sehr gut gefallen. Meine Frau hat gleich gesagt, das müssen wir uns jetzt anschaffen. Und somit können unsere Kunden in Zukunft durch die Felder fahren und können sich das Wachstum unserer Kulturen angucken. Und wir können auch durch die Wälder fahren, bei unserem Wildgehege vorbei und bei unseren Heidelbeerfeldern. Also, liebe Zuschauer, Sie sind ganz nah dran an den Spargelfeldern, an den Heidelbeerfeldern oder auch durch den Wald. Sie müssen jetzt nicht sagen, oh, ich muss so viel laufen. Nein, setzen Sie sich ins Bähnchen, lassen Sie sich rumfahren, schauen Sie sich das alles an. Und wenn Sie sagen, ja, ich würde auch mal gerne eine Führung machen durch die Produktion, wir konnten das heute schon, dann dürfen Sie das natürlich auch gerne machen, weil die Monika Wehner ist da, die kennt sich bestens aus, die führt sich auch. Sprechen Sie es einfach ab, wenn Sie hier auf dem Spargelhof sind. Fragen Sie einfach, wenn die nächste Führung ist, machen Sie das, schauen Sie sich einfach mal an, was dort an Arbeit geleistet wird. Es ist sensationell. Also man kann nur den Hut ziehen, weil die Damen und Herren stehen da wirklich im Akkord und das muss sortiert werden, damit Sie nachher zu Hause den frischen Spargel auf den Tisch kriegen. Ja, nee, das ist bei uns an den Ständen, aber auch bei unseren anderen Kunden im Handel und so. Der Spargel ist allgemein in Deutschland immer sehr frisch und hier bei uns auf dem Hof ist er einen Tag frisch. Und vielleicht noch zu erwähnen, wir haben auch eine neue Safari-Bahn hier. Man kann also mit Kids, können die Eltern hier mit so kleinen Landrovern auf Elektrobasis durch unseren Wald eine kleine Waldsafari machen. Genau, also Sie kommen hierher, wir haben nochmal den Prospekt, ne? So geht's richtig los und nach dem Spargel kommen die Heidelbeeren, dann kommen auch noch ein paar Erdbeeren, dann kommen noch Kürbisse und dann, was es auch noch gibt, wenn Sie sagen, ja, das schmeckt ja alles gut, aber ich esse keinen Schnitzel, gibt auch frische Eier. Gehen Sie einfach mal raus, schauen Sie sich das an. Sie können den Hühnern zuschauen, wenn die Eier legen und die wissen, aha, das ist ganz frisch. Und Weihnachten gibt es dann noch die Weihnachtsgans. Also da hätten wir, würde ich sagen, Ernst August das ganze Jahr einmal so in Kurzform abgedeckt und würde sagen, einfach hierher kommen und anschauen. Oder? Sehr gerne, wir freuen uns auf Sie. Kommen Sie zu uns hier nach Kleistow und wir sind sehr gespannt und freuen uns auf jeden unserer Kunden. Genau.